Unendlichkeit der Erde, außerirdische Welten und deren Zivilisationen. Die Erzählung der Frau, die hinter dem Eiswall der Antarktis geboren wurde. Kapitel 1: Helen, die Frau, die in dem Land hinter den Eiswänden geboren wurde. Die Uhr in diesem erstickenden und traurig-grauen Raum zeigte 9.15 Uhr an. Meine Augen waren kaum geöffnet und versuchten irgendwie, mir einen Überblick darüber zu verschaffen, wo ich wirklich war. Ich muss zugeben, dass es mir jeden Tag schwerer fällt, mich an diese Welt zu gewöhnen. Mein Verstand braucht Minuten, um zu begreifen, dass ich mich wieder in den ummauerten Ländern befinde, in denen meine Vorfahren wandelten. Ich fand eine zusammengerollte Zeitung an der Tür, auf welcher der 22. Juni stand. So zählen sie hier die Tage. Jeder von ihnen hält sich getreulich an das Raster, in dem es scheint, dass nichts aus dem Schema ausbrechen kann, jenem stumpfsinnigen Szenario, welches sie für die gezwungenen Partner dieses dunklen und unheimlichen Abgrunds geschaffen haben. Eine Menschheit, die Tag für Tag zu bluten scheint, ohne zu begreifen, dass sie jeden Tag mit der kruden Realität kollidiert, dass sie all dies bereits vor langer Zeit zu etwas Unbeweglichem werden ließ. Das kann man nicht Leben nennen, denke ich mir jedes Mal, wenn ich die Lande besuche, in denen mein Vater, meine Großeltern, meine Vorfahren geboren wurden. Diejenigen, die ihr Leben ließen, um eine freie Menschheit zu sehen. Und ich finde dies. Es tut mir im Herzen weh, mir die Gebeine meiner Brüder vorzustellen, die ihr Leben ließen, damit alles anders wird und die immer noch hier in diesem Land begraben sein müssen. Seltsame Art zu leben, denke ich, während ich eine kleine Lampe neben meinem alten Bett an- und ausschalte. Hier gibt es zweifellos eine seltsame Art, ein falsches Bedürfnis für Objekte zu schaffen. Diese Menschheit scheint für die Sünde ihrer Vergangenheit zu bezahlen, als sie versuchte, frei zu sein. Ich verstehe das, obwohl es sehr ungerecht und allen von uns ein Dorn in der Seite ist, die wir von der anderen Seite kommen, der freien Seite hinter den Mauern aus Eis. Für einen Ort bezahlen, an dem man geboren wurde. Dieser Satz ging mir immer wieder durch den Kopf. Deshalb kannte ich auch die Gesichter der Abenteurer, denen es gelungen war, die anderen Länder zu finden. Die Länder der Riesen oder die Länder, in denen ich geboren wurde, so viele Meilen von hier entfernt. Aber es musste ein sehr hoher Preis bezahlt werden. Deshalb bin ich zurückgekommen. Deshalb starb mein Vater und hinterließ sein Vermächtnis. Wir werden niemals die neue Menschheit vergessen, die in diesen Ländern geboren wurde, die ihrer Freiheit und ihrer wahren Geschichte beraubt wurden. Vielleicht ist es an der Zeit, zu beginnen, diese Welle der Angst, wie ich sie gerne nenne, zu öffnen, die uns vor einer Vergangenheit Angst machen, in der ein Krieg verloren, aber Freiheit errungen wurde, damit die Toten nicht umsonst waren oder vergessen werden, wie es die Wächter wollen. Sie haben einen großen Teil der menschlichen Geschichte begraben und manipuliert. Aber das Schlimmste ist, dass sie die Menschen überzeugt haben und jetzt verteidigen viele diese Geschichte und den Boden, auf dem sie leben. Diese Welt ist ein ausgesprochen schwieriger Ort zum Überleben, zusätzlich zu einer hohen Toxizität in dem, was man atmet, isst und trinkt. Es gibt auch genügend Gefahren, die sie zu einem unfreundlichen Ort machen, und diejenigen, die es schaffen auszubrechen, haben nur ein geringes Verlangen, zurückzukehren. Aber wie ich immer sage, in meinem Herzen sind diese Länder tief verwurzelt. Wenn ich diesen Boden betrete, verbinde ich mich wieder mit meiner Vergangenheit, mit meinem geliebten Vater William Morris, der geschworen hat, diese neue Menschheit zu verteidigen und aus den parasitären Händen der Wächter zu befreien. Außerdem, die Anzahl der Kriege, die im Laufe der Jahre durchlebt wurden und noch immer durchlebt werden, ist wahrlich abscheulich, wie auch ihre grundlegendsten Manipulationen, wie das Setzen verschiedener Farben in eingebildeten Grenzen oder Glaubensrichtungen aller Art, um die Menschen zu entzweien. Damit kann man nur erreichen, dass Millionen von Menschen ihr Leben verlieren, viele sogar freiwillig, weil sie denken, es sei für eine gerechte Sache. Die einzige gerechte Sache ist die Freiheit.
Und diese Freiheit kann nur erreicht werden, indem man die Vorhänge um diese Länder herunterreißt. Den Schleier zu lüften hat einen hohen Preis. Aber es lohnt sich immer, die Wahrheit zu erfahren, auch wenn dies das Letzte ist, was ich schreiben kann. Wie viele unschuldige Menschen haben ihr Leben für diese Sache geopfert? Wer möchte nicht die wahre Geschichte unserer Vergangenheit kennen? In diesem Buch will ich versuchen, so viel Klarheit wie möglich zum Thema der bekannten Länder und der anderen Welten hinter den Mauern des Eises zu bringen. Ich will auch versuchen, Details über alles zu geben, was wir über jede dieser Zivilisationen wissen, auch die genannten, sowie eine Kurzfassung der Geschichte, die wir dank des Buches von She Ki, der Riesin, kennenlernten, die meinem Vater das Wissen vermittelte, welches in dieser neuen Menschheit niemand kennt, aufgrund der großen bestehenden Manipulation und der starken Konditionierung, die sie bei Kindern ausnutzen. Es ist ein nennenswerter Punkt, dass ich nur eine einzige Person kennenlernte, die wirklich daran interessiert war, meine Geschichte zu hören, obwohl ich weder meinen richtigen Namen noch meine Herkunft offenbarte. Wir hatten diese neue Menschheit lange Zeit studiert. Wir würden diesen langjährigen Ermittlungen und Informationen nicht trauen, wenn wir nicht wüssten, dass sie mit dem nötigen Respekt und auf die von uns gewünschte Weise geliefert werden. Außerdem ist Dringlichkeit geboten. Wir sind nicht hier, um irgendjemanden zu erschrecken, und wir nennen auch keine Daten für Katastrophen oder Resets oder Neustarts. Aber wir sind uns bewusst und verstehen, dass die Situation der letzten Jahre zunehmend heikel wurde. Wir wissen, dass dieser Prozess beschleunigt werden kann, und wir sind uns der Ursachen und der daraus resultierenden Auswirkungen bewusst. Für den Fall, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe, mein Name ist Helen Morris. Tochter des Seefahrers William und geboren in den Landen, die du sicherlich nicht kennst, etwa 8000 Kilometer hinter den Wellen aus Eis, in der Richtung, die du als Süden kennst. Bevor ich dich auf den Weg der Terra Infinita, der unendlichen Erde und ihrer Geschichte mitnehme, musst du verstehen, dass vieles in diesen Texten nicht mit dem übereinstimmen wird, was du in dieser Kreisumgebung gelernt hast. Ich werde auch erklären, woher dieser Begriff kommt. Möglicherweise wird ein Großteil der hier erzählten Geschichte auch von dir geheim gehalten werden, und dieses Buch kann den Grund dafür aufdecken. Ein großer Teil der Geschichte lebt immer noch in dir, weil du in gewisser Weise auch ein Teil davon warst, nur dass du in einen Schlaf versetzt wurdest, völlig betäubt, in einem solchen Ausmaß, dass dieses Leben zu leben als normal erscheint, ein Leben, das man nur auf roboterhafte, sich wiederholende Handlungen zu gründen scheint. Nur sehr wenige Handlungen basieren auf Liebe und Empathie. Die Spaltung ist jeden Tag einfacher und aus jedem x-beliebigen Grund. Und die großen Medien ziehen ihren Vorteil aus jeder dieser Schwächen, die sie seit langer Zeit ausnutzen. Es ist von großer Bedeutung, dass du diese Informationen gegenüberstellen kannst. Du solltest nichts über uns glauben, aber du solltest alles hinterfragen, was du bisher lerntest und was man dir mit Gewalt beibringen will. Versuche immer, dich mit Menschen zu umgeben, die nicht nur eine Botschaft der Empathie und der Liebe überbringen, sondern diese auch wirklich weitertragen und keine Spaltung verursachen. Sei also nicht überrascht, wenn dir etwas davon vertraut vorkommt. Umarme die Ideen, die du am meisten magst. Umarme sie fest und vertraue immer auf das, was du fühlst. Was aus deinem Herzen kommt, wird dein Verstand versuchen zu manipulieren und dich verwirren. Mein Vater verließ dieses Land in Zeiten des Krieges, und als ich zurückkehrte, fand ich es fast in derselben Situation vor. Wie du erkennen wirst, ist die Sicherheit, die man in Zeiten des Krieges sucht, dieselbe, welche ihn verursacht. Mit anderen Worten, es gibt keine solche Sicherheit von einem Land, einer Regierung, einer politischen Partei oder einem Führer irgendeiner Art. Es seid nur ihr Menschen gegen diejenigen, welche heute die Fäden aus der Dunkelheit ziehen, genannt Wächter, die Beobachter, Aufpasser, die korrupte Bruderschaft, die Baumschützer, Kuyas, die Energieabsorber, und ich glaube, ich habe noch viele weitere Begriffe gehört, aber bleiben wir bei dem ersten. Obwohl ich sie gewöhnlich als die parasitäre Rasse bezeichne, passt das perfekt zu ihnen. Sie sind fast seit Anbeginn der Menschheit hier. Und ob wir es wollen oder nicht, sie steuern und kontrollieren diese Länder heute. Kann man etwas dagegen tun? Die Antwort ist einfach: Ja.
Aber dazu müssen wir in viele Punkte eintauchen und sowohl ihre Schwächen als auch ihre Stärken herausfinden. Den Feind zu kennen ist der beste Weg, um sich von seiner Kontrolle zu befreien und/oder ihn zu besiegen. Kapitel 2: Die große Kuppel. Bevor wir auf die einzelnen Welten eingehen, ist es notwendig, einen Hinweis zu geben und klarzustellen, was die große Kuppel bedeutet und was wir meinen, wenn wir sie erwähnen. Die große Kuppel oder auch das Ende des Bekannten genannt, ist das, was alle anderen bekannten Welten in gewisser Weise bedeckt und umschließt. Nur sehr wenige waren in der Lage, dieses Ende zu sehen und es sogar zu berühren. Kann es wirklich berührt werden? Es heißt sogar, dass einige Versuche unternommen wurden, um es möglich zu machen, sie zu durchqueren, aber es war unmöglich. Sie ist der Schrecken etlicher kolonisierender Zivilisationen, die nicht mehr ruhig schlafen können, seit ihnen jede Rasse von außen von einem Tag auf den anderen die Macht wegnehmen könnte, die sie in dieser hierarchischen Pyramide aufrechterhalten, welche sie selbst im Laufe der Geschichte errichteten. Eine andere Welt, welche sie in Angst und Schrecken versetzt, sind die himmlischen Länder. Aber wir werden Zeit haben, diesen mysteriösen Ort genauer zu beschreiben, der eine ganz besondere Verbindung zur Menschheit hat. In dieser großen Kuppel gibt es 178 Welten oder Kreisumgebungen, die ihrerseits eine oder mehrere Kuppeln haben können, welche sie mit ihren unterschiedlichen Klimata und Zivilisationen ebenfalls umschließen. Das Eindringen in diese Kuppeln der einzelnen Kreise ist kein leichtes Vorhaben. Während die Zeit verstrich, wurde die Technik perfektioniert und jetzt gibt es eine Menge Technologie, um dies durchzuführen. Diese wurde jedoch ausschließlich von kolonisierenden Völkern entwickelt. Viele andere Völker erforschten lediglich die Umgebung dieser Welten oder die unabhängigen Länder ohne Kuppeln. Diese Kuppeln sind nahezu unmöglich in der Luft zu durchqueren und fast immer wird ein anderer Weg auf dem Land gesucht. Aber am üblichsten ist es, dass es durch das Wasser geschieht, wo sie leichter den Weg zu offenen Passagen finden, welche die inneren und äußeren Welten verbinden. Fast wie zwei Membranen in jeder Zelle, die als eine Barriere fungieren und zu einer bestimmten Zeit den Durchgang erlauben können. Wenn du eine größere Kontrolle hast, um in bestimmte Kuppeln eindringen zu können, kann dies ohne große Schwierigkeiten über die Luft geschehen, obwohl es aus Gründen, die wir später noch sehen werden, ziemlich gefährlich sein kann. Viel später wurden zahlreiche Portale in verschiedenen Kreisumgebungen gefunden, die sogar etliche der Welten miteinander verbinden. Die Manipulation dieser Portale war so groß, dass zahlreiche Probleme verursacht und einige instabil wurden, wodurch einige Wesen verschwanden, ohne dass man wusste, wohin sie wirklich gingen oder ob dies dazu führte, dass sich ihre Materie auflöste. Heute findet man häufig Wesen, die sich in der vollen Entwicklung von Portalen befinden, mit denen sie bestimmte Bereiche innerhalb der großen Kuppel verbinden können, ohne dass sie jemals in der Lage gewesen wären, diese zu durchdringen. Wenn wir von den 178 Welten sprechen, beziehen wir uns nicht auf die unabhängigen Länder, die zwischen den Welten existieren. Dies sind Länder, die es gibt und die von verschiedenen Völkern genutzt wurden, wenn sie sich außerhalb ihrer Welt aufhalten konnten. Tatsächlich heißt es, dass diese Länder existieren, um die großen Entfernungen, die die Welten miteinander verbinden, zu vermeiden. Man glaubt felsenfest, dass die Welten geschaffen wurden, um sie zu erkunden und dass wir alle auf die eine oder andere Weise nach draußen gehen werden, um unsere Freiheit zu suchen, andere Rassen kennenzulernen und eines Tages in der Lage zu sein, das zu betreten, was in den himmlischen Ländern und hinter der großen Kuppel zu finden ist. Kapitel 3: Die Länder der Wächter. Diese parasitäre Rasse, wie wir im ersten Kapitel kurz andeuteten, sind Wesen, die ihre Technologie auf Angriffs- und Verteidigungswaffen aufbauen und ihr ganzes Potenzial für die Entdeckung, Kolonisierung und Ausbeutung anderer Länder einsetzen, wie auch der Wesen, die sie finden können. Ihre Anfänge sind unklar und werfen viele Fragen auf. Es gibt Theorien unter den Riesen, die besagen, dass die Rasse der Wächter von einer anderen Rasse angegriffen wurde, die nicht einmal aus dieser großen Kuppel stammte, und dass sie sich mit den Einheimischen vermischten, um eine große Macht zu erschaffen,
welche später den Ursprung der Wächter bildete. Dies würde den Grund für ihre rasante Entwicklung gegenüber anderen Rassen erklären, welche noch in ihren Anfängen steckten und versuchten, in ihren Kreisen zu überleben. Die Wächter, so wird erzählt, waren die ersten, die ihre Welt verließen und auf ihrem Weg in andere Welten vordrangen. Mit großer zerstörerischer und kolonisierender Kraft erreichten sie jede der Welten und versuchten, das bekannte Ende der Welten zu erforschen. Während sie bei mindestens zwei bekannten Gelegenheiten von zwei völlig unterschiedlichen Rassen besiegt wurden, ist es gewiss, dass sie auch rachsüchtig sind und dass sie, sofern sie noch keinen Versuch wagten, dies sehr bald tun werden. Die Wächter sind die einzige Rasse, die versuchte, die himmlischen Länder zu betreten, über die nur sehr wenig bekannt ist. Diese Länder sind die geheimnisvollsten aller bekannten Welten, und obgleich alle oder fast alle heute existierenden Völker sich dieses Ortes bewusst sind, wagen es nur sehr wenige, dorthin vordringen zu wollen. Die Geschichte geht so, dass die Menschheit in gewisser Weise aus diesen Ländern hervorging und dass jeder Mensch die Quelle oder Lebensenergie besitzt, auch Seele genannt, welche aus diesen Ländern kommt. Und dass es daher das Schicksal der Menschen ist, die Wächter zu konfrontieren und dass, was auch immer getan wird, der große Zusammenstoß unvermeidlich sein wird. Obwohl es bereits versucht wurde und die großen Mächte der Menschen und Wächter aneinander gerieten, mit Hilfe der Anakim-Riesen und anderer, wird sich die Geschichte in diesen Ländern mit Sicherheit wiederholen. Aus diesem Grund beobachten wir alles sehr genau, was hier geschieht. Jegliche Gelegenheit, die Menschheit zu befreien, wird in vollstem Umfang genutzt werden. Wir dürfen auch nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Andernfalls ist es möglich, dass wir nie wieder eine weitere Chance bekommen. Bei jedem Reset wird die Sicherheit stärker und der Lebensstandard der Menschen wird immer unfreier. Die Menschheit, die jetzt lebt, ist weder mit der meiner Vorfahren in diesen Ländern vergleichbar, noch mit der meiner Vorfahren in den Ländern davor. Jeder Reset ist schlimmer, strenger, mit weniger Freiheit und mehr Manipulation. Während des großen Krieges gegen sie sind wir aus diesen Ländern geflohen. Die Riesen halfen uns, einen großen Block zu bilden und uns ihnen entgegenzustellen, bevor alles außer Kontrolle geriet. Als die schwere Niederlage kam, wussten wir leider, dass es für die hier Geborenen nur noch schlimmer werden würde. Außerdem wissen sie, dass viele entkamen und dass wir eine Gefahr für all die Manipulationen und Lügen darstellen, die sie in diesen Ländern verbreiten und kontrollieren. Es wäre schwierig, ein weiteres neues Groß-Tartarien zu errichten, mit all der freien Technologie in den großen Städten, die wir in der Lage waren zu formen. Die Wahrheit ist, dass wir die Hoffnung hatten, dass Sieg und Freiheit endlich unser sein würden. Aber wie es das Schicksal so wollte, erreichten wir sie nicht. Wir wissen, dass es sehr knapp war. Aber es ist auch wahr, dass eine Niederlage noch mehr Elend über eine neue Menschheit bringen würde. Das Risiko war sehr hoch. Die Babys, die jünger als 7 Monate sind, werden in diesen Ländern den Wächtern zur Verfügung gestellt, die sie mit ihrer Technologie nach und nach zu einem neuen Anfang führen. Dieser Anfang ist plötzlich und in verschiedenen Teilen der bekannten Kontinente. Es wird also immer ein Teil geben, der keine Eltern oder Großeltern hat. Und so wird es sein, bis es vergessen wird. Sobald die von ihnen festgelegte Zahl erreicht ist, werden sie beginnen, den Menschen zu manipulieren, um ihn auf den von ihnen beschlossenen Weg zu bringen. Die Überreste eines vergangenen Lebens werden mit ihrem eigenen vermischt. Selbst wenn der Mensch dieser Zeit sie nicht reproduzieren kann und auch nicht über die notwendigen Werkzeuge verfügt, wird nichts in Frage gestellt, solange alles von den großen Führern oder Medien, Wissenschaftlern, Historikern, Gelehrten und Berühmtheiten demonstriert werden kann, sowie von allen Arten von fiktivem Prestige, das sie je nach Entwicklungsstufe der Rasse erfinden werden. Die Technologie wird in kleinen Teilschritten geliefert, bis sie das Niveau erreicht hat, das auch zuvor von den führenden Unternehmen festgelegt wurde. Die Wächter sind arrogante Wesen, die den Menschen verabscheuen. Für sie ist der Mensch ein abscheuliches Wesen, das schlecht riecht und keine Freiheit verdient hat. Die Anführer der Wächter sind wirklich feindselig und waren schon immer feindselig gegenüber unserer Rasse. Deshalb kontrollieren sie es. Sie erlauben aber auch nicht, dass irgendetwas aus der vorher festgelegten Kontrolle entkommt. Sie würden sogar einen Reset durchführen, bevor sie wissen, dass wenigstens ein einziger Mensch entkommen könnte. Die Anführer trafen sich viele Male mit der Absicht, die menschliche Rasse zu eliminieren.
Aber es gab viele Debatten darüber. Vor allem bei den Aufgaben, die hier durchgeführt werden sollten, gab es viele Diskussionen unter denselben Wächtern. Außerdem gibt es einen kleinen Teil, der gute Beziehungen zu den Führern hat. Viele gehören zu Logen, Militärs oder Politikern, die direkten Kontakt zu ihnen hatten und dafür mit der Ausreise in andere Länder belohnt wurden, zum Beispiel in die bestehende Kolonie in den Marslanden. Die Geschichte vom letzten Reset, bei dem meine Großeltern fliehen konnten, zusammen mit meiner Mutter, die damals noch ein Baby war, ist auf den Großen Krieg zurückzuführen, der vor mehr als 250 Jahren in diesen Ländern tobte. Er versetzte diese Rasse in Alarmbereitschaft, die glaubte, diese Länder mit Leichtigkeit zu beherrschen, bis die Vereinigung von Riesen und Menschen ihre Macht wirklich erschütterte. In diesem Krieg, wird erzählt, starb einer ihrer wichtigsten Anführer durch die Hand der Riesenmenschen und dies führte auch dazu, dass der Neuanfang der Menschen in diesen Ländern unter strenger Kontrolle und Manipulation stattfand, mit Babys von nur ein paar Monaten. Das ist es, was wir in diesen Tagen sehen und was wir auch in naher Zukunft sehen werden, wenn sich die Dinge nicht ändern. Die Wächter sind größtenteils Fleischfresser. Und obgleich sie wirklich alle Arten von Speisen verzehren können, essen sie auch Menschenfleisch? Ich werde später auf diese Frage zurückkommen, denn ich denke, sie ist es wert, darüber zu sprechen. Sie kennen sich gut mit der Landwirtschaft aus, da sie Pioniere und Experten auf diesem Gebiet sind. Das ist etwas, was sie den Menschen nach jedem Reset einimpfen und beibringen, um diese Aufgaben der Landwirtschaft und Viehzucht auszuführen, sodass sie dann ihre Population so schnell wie möglich vergrößern können. Sie haben Freude an menschlicher Angst oder Traurigkeit. All diese negative Energie kann von ihnen aufgesaugt werden, sodass sie es am Ende wirklich genießen können. Deshalb findet man in alten Zivilisationen häufig große Opfer oder große Tragödien, den Durst nach menschlichem Blut. Sie erfreuen sich an diesen Opfern und in vielen Geschichten können wir erkennen, dass sie sich davon ernähren. Sie erreichten eine große Entwicklung in der Veränderung des Klimas und es ist üblich, dass sie große Mauern aus Eis um die besiedelten Länder errichten. Dies begannen sie in der letzten Zeit zu nutzen, da sie vorher diese Entwicklung nicht erreicht hatten. Die Mauern dienen ihnen als großer Schutzschild, um die kolonisierten Völker zu beschützen oder noch mehr einzuschließen. Auf diese Weise ist es für diese Völker sehr schwer zu entkommen, selbst wenn sie einige Welten notwendigerweise verlassen müssen, um sich auf die Suche nach anderen zu machen. Kapitel 4: Die Länder der Anunnaki. Die bekannten Anunnaki, eine weitere der kolonisierenden und parasitären Rassen, welche die übrigen Welten krank macht und die Kinder der Kinder seit Jahren manipuliert und kontrolliert. Ein weiterer unserer Feinde. Eine feindliche und machtgierige Rasse. Sie sind die Schöpfer der Pyramiden und errichten diese Strukturen in allen Welten, die sie besuchen. Sie sind unserer Meinung nach die stärkste Rasse innerhalb der großen Kuppel, noch vor den Wächtern. Die Technologie, die sie benutzen, um andere Welten anzugreifen, ist unfassbar fortschrittlich. Die Zerstörungswaffen und die Einrichtungen, die sie haben, um durch die Kuppeln einzudringen, sind gleichermaßen berüchtigt, was sie charakterisiert und jede Rasse in Angst und Schrecken versetzt. Die Nutzung von Portalen für den Transport hat dazu geführt, dass diese Rasse den anderen einen Schritt voraus ist. Tatsächlich ist die Geschichte bekannt, dass sie die Wächter besiegten, als es zwischen ihnen einen großen Konflikt gab, währenddem wir in den bekannten Ländern die Gelegenheit hatten, uns selbst zu befreien. Und sie waren es auch, die ursächlich dafür waren, dass wir im letzten bekannten Pakt zwischen den Wächtern und den Anunnaki besiegt wurden. Diese Rasse wird in mehreren der Geschichten, die in den bekannten Ländern erzählt werden, auf beiläufige und oft absichtliche Weise verwechselt. In etlichen Geschichten und Büchern der bekannten Länder werden die Anunnaki als Reptiloide oder reptilienartige Wesen beschrieben. Doch in Wirklichkeit handelt es sich um Wesen von sehr hoher Statur. Sie können 5 Meter erreichen. Sie leben in einer kargen Zone mit wenig Vegetation. Und obwohl die Wasser des Horus aus der Ferne paradiesische Strände zu sein scheinen, handelt es sich in Wirklichkeit um sehr tiefe Gewässer, in denen schlangenähnliche Tiere leben, die bis zu 55 Meter lang werden können und die den Besuch anderer Wesen von außen nicht mögen. Ihre Hautfarbe ist gelb-grünlich. Ihre Anführer können zwar eine ganz andere Tonalität haben, aber alle haben eine sehr trockene, schuppige Haut.
Und ihre Augen zeichnen sich dadurch aus, dass sie gelb, rot oder schwarz sind. Und sie haben eine besondere Iris, die auch andere Wesen haben, die durch einen Spalt, eine Vertiefung oder eine Lücke gekennzeichnet ist und sowohl ein- als auch beidseitig sein kann und im Allgemeinen eine dunkle Farbe hat. Während der vielen Zivilisationen in den bekannten Ländern wurden sowohl die Anunnaki als auch die Wächter, in der Regel die Ersteren, in vielen Formen mit humanoiden Körpern dargestellt, mit verschiedenen Köpfen von Tierarten, Reptilien, Vögeln und einer Myriade von diesen. Auf diese Weise wird die wahre Geschichte des Menschen verschleiert und der menschliche Geist durch diese parasitären Wesen ein Leben lang konditioniert. Es sind Wesen, denen jegliches Einfühlungsvermögen fehlt und die ausschließlich auf der Unterdrückung und Eroberung anderer Wesen basieren, auf dem Durst nach Macht und Kontrolle. Darin sind sie den Wächtern sehr ähnlich und deshalb haben sie es vorgezogen, diese Position zu teilen, anstatt sich gegenseitig zu töten. Allerdings sind Spannungen zwischen diesen beiden Rassen jederzeit zu erwarten, was für alle anderen Welten, die unter ihrer Macht stehen, von Vorteil sein könnte. Kapitel 5: Die Länder von Venus. Die ursprünglichen Wesen dieser Länder werden auch Venusianer genannt und im Gegensatz zu denen von Mars haben sie die Kolonisierung überlebt. Doch wie? Es ist noch immer nicht sicher bekannt, wie es diesen Wesen gelang, die brutale Kolonisierung zu verhöhnen, die sie erlitten, lange bevor die Wächter die bekannten Länder eroberten. Einigen Legenden der Riesenrasse zufolge dachten die ersten Menschen daran, Kontakt mit den ursprünglichen Venusianern aufzunehmen, um einen Block gegen die Kolonisatoren zu bilden und so voneinander zu lernen. Dies geschah zu Beginn, kurz bevor die Wächter die ersten Menschen überraschend eroberten, was damit endete, dass sie in den eingemauerten Ländern kolonisiert wurden. Es gibt Theorien, dass einige der frühen Menschen, die in den Ländern von Asgard, Lemuria und Atlantis in Verbindung mit einer Portalverbindung zu Hyperborea noch vor dem ersten Angriff der Wächter entkommen sein könnten und sich möglicherweise in den Ländern von Venus niederließen. Die Venusianer sind Wesen, die ihre Technologie einzig und allein für die spirituelle Entwicklung und den Nutzen auf ihrem Weg des Aufstiegs oder der inneren Transzendenz einsetzen. Sie besaßen keine Zerstörungswaffen für Angriff und Verteidigung. Dies sahen die Wächter als leicht zugänglich an. Sobald sie in ihre Weltumgebung eingedrungen waren, dachten sie, dass in diesen Ländern alles problemlos sein würde. Die Überraschung kam, als die Wächter die Länder von Venus betraten und ein großer Sturm ganz plötzlich über diese Kreisumgebung hereinbrach. Damals nahmen sie davon keine Notiz, da sie dachten, es sei das dortige Wetter. Aber als die Tage vergingen, bemerkten sie, dass der Sturm nicht nachließ und sie konnten keinen einzigen Venusianer auf der Oberfläche finden. Die Stürme hörten nie auf, solange nicht auch der letzte Wächter die Kuppel nach außen durchquerte. Mit der Technologie der Wächter begannen diese zu bemerken, dass die Venusianer Untertage waren, in Bunkern mit einer Technologie, die ihnen bis dahin unbekannt war. Und der Sturm, der dort oben auf der Oberfläche tobte, war wirklich entsetzlich. Die Aufseher versammelten sich, um eine baldige Entscheidung zu treffen, denn sie wollten nicht mehr lange dort bleiben. Tatsächlich begannen viele Aufseher zu revoltieren, da sie keinen Sinn darin sahen, dort oben zu sterben. Für die Anführer wurde es ziemlich kompliziert. Viele sahen darin einen Reinfall und andere dachten daran, zu einem anderen Zeitpunkt zurückzukehren. Doch getreu ihrer Geschichte gaben sie nicht auf und viele Wächter starben in den Gebieten von Venus. Sogar ein sehr wichtiger Anführer soll in diesen fernen Landen gefallen sein. Die Eroberung von Venus durch die Wächter war ein Misserfolg. In der Tat kämpften sie nicht gegen die Venusianer, die gar keine Waffen besaßen. Hätten sie welche gehabt, wäre es wohl eine vernichtende Niederlage für sie gewesen. Als die Geschichte in anderen Kreisen bekannt wurde, versuchten sie, diese zu imitieren, aber mit katastrophalen Ergebnissen. Später werden wir auf diesen Punkt noch genauer eingehen. Die Technologie, welche die Venusianer entwickelt hatten, war nicht über Nacht entstanden. Es war ein jahrelanger Fortschritt und diese Bunker hatten alles, auch hochentwickelte unterirdische Verbindungen.
Die Wächter versuchten, das Gebiet mit Sprengstoff und Raketen zu blockieren und sogar zu zerstören. Doch bei jedem Versuch starben unzählige Wächter, weil die Gebiete in der Nähe der Bunker gleichfalls voller Sprengstoff und anderer Technologie waren, die sogar die Annäherung verhinderte. Bereits am Ende dieser gescheiterten Invasion traf sich ein Anführer der Wächter mit einem Oberhaupt der Venusianer, da man befürchtete, die Wächter könnten als Vergeltungsanschlag den gesamten Umkreis in die Luft jagen. Niemand weiß genau, was besprochen wurde oder was an diesem Tag geschah, aber die Wächter verließen die Länder von Venus auf die schlimmste Art und Weise mit schweren Verlusten und einer Niederlage zu ihren Lasten. Wir wissen das, weil uns die Venusianer selbst erzählten, dass sie bei diesem Treffen nicht nur für den Frieden in ihrem Land plädierten, sondern auch die Befreiung der Menschen forderten, was vollständig abgelehnt wurde. Kapitel 6: Die Länder von Draco. Die Draco, oder auch Etaminer genannt, sind die Bewohner der Draco-Länder, die nordwestlich der bekannten Länder liegen und die Länder von Venus durchqueren. Diese Wesen, die einst unser Land besuchten, sind für ihre großen technologischen Fortschritte bei Angriffs- und Verteidigungswaffen bekannt, als auch für ihre große psychische Entwicklung. Einige dieser Wesen können telepathisch kommunizieren und nutzen diese Technik, um jeden kolonisierenden Feind zu bezwingen oder sogar andere Länder zu kolonisieren. Die Etaminer erreichten durch einen Vertrag eine Vereinigung mit den Wächtern. Aber am Anfang war das nicht so. Die Wächter griffen ihre Ländereien an, als sie sich noch nicht im fortgeschrittensten Stadium befanden, sondern im Gegenteil. In den Draco-Ländern gibt es keine Inseln, aber zwei große Kontinente mit einer üppigen Vegetation. In der Tat gibt es dort die exotischsten Pflanzen aller Kreisumgebungen innerhalb der großen Kuppel. Der große Eisball war nie ein Hindernis, um andere Kuppeln zu durchqueren und Länder zu erobern. Diese Wälle wurden von den Wächtern hinterlassen, als sie beschlossen, der totalen Manipulation derer Umwelt ein Ende zu setzen. Haben sie aber aufgehört, sie zu manipulieren? Das würden wir wirklich gerne wissen, aber vermutlich nicht. Sie begannen mit Ländern außerhalb der Kuppeln, wie zum Beispiel ihrem Nachbarland Osiris. Aber dann verlegten sie ihre Technologie auf die Inseln von Anubis. Viele dieser Wesen blieben auf diesen paradiesischen Inseln, aber sie nutzten dort viele der Militärbasen für die Waffenentwicklung. Was geschah in der alten Schlacht zwischen den Etaminern und den Wächtern? Die Wächter gewannen schließlich, da die Etaminer, wie bereits erwähnt, noch nicht so weit fortgeschritten waren, wie sie es heute sind. Aber es war nicht leicht und sie gaben auch nicht auf, da sie ihr Land gut kannten und Experten im Bau von großen Tunneln sind. Die Wächter mussten fortschrittliche Technologie einsetzen, um schließlich den Sieg in diesen Gebieten zu erringen und ihre Spuren an den Eiswänden zu hinterlassen, welche die Kuppel in dieser Kreisumgebung umgeben. Die Draco-Länder wurden auch von anderen Völkern besucht, wie den Anunnaki und Bewohnern anderer naher Länder, beispielsweise den bekannten Grauen, die in den Orion-Ländern leben. Die Kontakte zu diesen Wesen haben dazu geführt, dass beide Rassen heute in einer wahren Bruderschaft zusammenleben. Sowohl in Draco als auch in Orion sind die Etaminer und die Grauen gemeinsam anzutreffen. Das Alter, welches diese Wesen erreichen können, beträgt ungefähr 192 Jahre, verglichen mit den Jahren der bekannten Erden. Während die Wächter zum Zeitpunkt ihres Angriffs deren Atmosphäre und Luft, die sie atmen, infizierten, gibt es heute weder Krankheiten noch wird ein großer Krieg geführt. Dennoch sind sie boshafte Wesen und es wäre nicht verwunderlich, wenn sie planen, andere Länder zu kolonisieren oder sich vielleicht an den Wächtern zu rächen. Aber das sind alles nur mehr Spekulationen. Am Anfang wurde eine große Flut erzeugt, die ihre Bewohner noch immer irritiert. Und seine Küsten werden von einer sonderbaren Mauer umgeben. Dies ist eine Technologie, die sie einsetzen. Man sagt, dass sie als Radar verwendet wird und jeden Feind angreifen kann, der sie überqueren will. Das Überwachungssystem ihrer Ländereien hat in der letzten Zeit zugenommen. Ein Produkt der Angst, welche die großen Kolonisatoren immer noch vor dem haben, was außerhalb dieser großen Kuppel sein könnte. Es ist möglich, dass die Wächter und die Anunnaki sehr an dieser Art von Mauer interessiert sind, um die von ihnen geschaffenen Eiswände zu ersetzen. Kapitel 7: Die Länder von Mars. Die Marslande.
Wer bewohnt oder bewohnte diese Länder, die hinter den Wellen aus Eis und den Gebirgswänden liegen? Dort liegt diese große Welt, die die zweite Kuppel durchquert und Länder umfasst, die nur wenige Menschen je sahen. Der Mars ist in den bekannten Ländern von großer Bedeutsamkeit, da sich in diesen Ländern mehrere Geschehnisse abspielten und noch heute abspielen, die mit der Menschheit in Verbindung stehen. Dieser riesige kreisförmige Lebensraum, der fälschlicherweise roter Planet genannt wird, beherbergte in seiner Kuppel ein großartiges und mannigfaltiges Leben. Diese einheimische Mars-Zivilisation wurde Berichten zufolge von den Kolonisatoren vollständig ausgelöscht. Warum wurde dann nicht ein Teil von ihr für eine mögliche Weiterentwicklung oder sogar für eine Art von Manipulation durch die Kolonisatoren selbst übrig gelassen? Offensichtlich war diese Rasse aufgrund ihrer moralischen und ethischen Überzeugungen fest entschlossen, lieber zu sterben und ihre Rasse im Kampf auszulöschen, als um quotenmäßige Freiheiten zu betteln, unter den Bedingungen, welche die Kolonisierung auferlegen würde. Als die Anunnaki am Ende ihrer Mission feststellten, dass kein einziger Marsianer mehr übrig war, da die letzten sogar Selbstmord begingen, waren sie überrascht, da sie dies nicht erwartet hatten. In der Tat war es ihre erste Kolonisation und danach trafen sie Vorsichtsmaßnahmen. Die ursprüngliche marsianische Rasse, so wurde in späteren Studien bekannt, war eine technologisch fortschrittliche Rasse, die dem geistigen Wachstum und dem Wohlergehen ihrer Gemeinschaft Priorität einräumte. Sie verfügten nur über geringe militärische Ausbildung und Technologie, sodass ihre Verteidigung nahezu null war. Die Wächter nahmen bald die großen Ländereien ein und gruppierten sich in den großen Zentren, wo sie von all dem Wissen und dem Fortschritt profitierten, der dort hinterlassen wurde. Heutzutage sind die Länder von Mars einfach Experimentierland, wo zahlreiche Rassen koexistieren, zwischen denen aus den unterschiedlichsten Gründen Kriege angezettelt werden, die zu fast ewigen Konflikten führen. Die Führer dieser Länder sind sowohl Anunnaki als auch Wächter. Es gibt eine Gemeinschaft von Menschen, die zumeist aus Personen besteht, die kleinen Gruppen angehörten und sich ihre Überfahrt nur durch ihre harte Arbeit beim Verrat an ihrer eigenen Rasse in ihren Heimatländern verdient haben. Das bekannteste Mitglied, das wahrscheinlich sogar in der menschlichen Kolonie der letzten Menschen lebt, ich beziehe mich auf den letzten Reset, ist der wohlbekannte Entdecker Konteradmiral Richard Byrd, der es verstand, lange Zeit auf der anderen Seite zu sein, bevor er sich völlig aufgab und der einige Wahrheiten preisgab, einige der vielen Geschichten, die wir da draußen haben und die heute geschrieben werden, um die Wahrheit fernzuhalten von der Terra Infinita und den Zivilisationen, die hinter den Eisbarrieren und den Kuppeln leben, die sie trennen. In den Marsländern koexistieren auch die wohlbekannten Grauen und einige kleinere drakonische Kolonien, die auch als Etaminer bekannt sind. Zwischen den Grauen und der menschlichen Kolonie gibt es eine Rivalität, die fast seit Beginn der Überführung der Wächter zu den Menschen dort besteht. Die Wächter und Anunnaki überwachen alles sehr genau und lassen kein Detail davon aus. Was in den Klonländern begonnen hatte, findet heute in diesen Ländern statt. Möglicherweise ist diese Verschiebung auf den Zeitunterschied zurückzuführen, der in dieser Umgebung besteht. Dort ist die Zeit, wie in vielen anderen Kreisumgebungen oder Ländern innerhalb verschiedener Kuppeln, anders als in den Gebieten von Mars. Aus diesem Grund ist die Überfahrt der Menschen zum Mars immer willkommen, trotz der damit verbundenen Gefahren, denn sie ist eine einfache Fahrkarte zu einem vergleichsweise langen Leben von fast 500 Jahren. Es gibt dort auch noch andere Rassen, die fast alle von den Wächtern dorthin gebracht wurden, in ihrer fieberhaften Eroberung von deren 178 Kreisen oder Welten. Auch viele andere Rassen, die aus verschiedenen Sektoren stammen, wurden dorthin umgesiedelt. Das Marsland wird wie ein großer Zoo betrachtet, in dem verschiedene Verhaltensweisen, Konfrontationen und Konfliktlösungen untersucht werden. Eine gigantische Form zur ausführlichen Überwachung und Analyse von Rassen.